Nach Arbeit sieht das ja eher nicht aus. Und doch, was diese Mädels hier machen, ist ein knallharter Job. Was gerade passiert, so etwas wie das Klassentreffen von Oberösterreichs Schönsten in Kombination mit einem Shooting. Sie alle waren mal Miss oder Vizemiss. Ja, und wenn diese Beauties gemeinsam shooten, dann darf der Spaß freilich nicht zu kurz kommen. Also Lachen gehört einfach immer dazu und wir haben wirklich immer eine große Gaudi da beim Shooting. Ich glaube, schwierig wird es dann, wenn man nur natürlich ausschauen soll, obwohl es eigentlich total angespannt ist, weil jeder Muskel ist irgendwie unter Spannung und das soll trotzdem nur ganz natürlich ausschauen, als ob man eigentlich sich gar nicht bemüht. Aber durchaus ein bisschen mit Dings und Bums und so, aber nur ja, aufpassen, vielleicht oder? Nicht viel nach links, rechts hin und her hopseln. Ja. Nach ein paar Inputs von Fotograf Heli Meyer geht's los. Er hatte sie alle schon mal vor der Linse. Trotzdem ist das Shooting in seinem Studio mit gleich 10 Missen auf einmal auch für den Profi was Besonderes. Jetzt weiter einer. Naja, man hat nicht so viel Zeit für jede einzelne. Aber sonst ist es halt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass immer irgendwer blöd reinschaut, wenn mehr Personen sind. Aber die schauen alle nicht blöd, aber du weißt, was ich meine. Das ist relativ groß, aber sonst ist auch nichts anderes. Da muss freilich auch der Chef persönlich mal die Perspektive wechseln und selbst vor der Linse Platz nehmen. Die Models ins richtige Licht rücken, aus jeder Einzelnen das Beste rausholen. Dass der Linzer sozusagen der Missen-, Haus- und Hoffotograf ist, hat Gründe. Ja, der Heli ist einfach ein sehr guter Freund von mir und von der ganzen Miss Austria Corporation ist eigentlich gehört schon zur Familie und die Claudia ebenso und das macht einfach irrsinnigen Spaß und da hat man keinen Zeitdruck, man kann sich vorher den Kopf zerballern, was man jetzt wirklich für Motive macht und wenn man sieht unterm Shooting, dass das Motiv vielleicht nicht ganz so gut ankommt, ist überhaupt kein Problem, dann wird ganz schnell umgeswitcht und das macht ihn eigentlich aus. Ja, und da wird schon mal der LT1-Kameramann kurzerhand zum schmückenden Beiwerk beim sexy Einzelshooting. Attraktiv, das sind Oberösterreichs Missen alle. Trotzdem, für so ein Shooting müssen die Visagistinnen richtig tief in den Farbtopf greifen. Es ist so, dass beim Foto-Make-up eigentlich das Make-up immer viel intensiver ist oder man sagt eigentlich dreimal intensiver wie ein normales Make-up für einen Abend und darum braucht man ganz viel Puder, ganz viel Kontur und einfach viel kontrastreicher die ganzen Lidschattenfarben. Kontrastreich, das ist auch der Werdegang der Missen. Kaum eine, die sich nur aufs Modeln verlässt. Jede geht ihren eigenen beruflichen Weg. Ob Volksschullehrerin, Moderatorin mit eigener PR-Firma oder Publizistik und General Management Studentin. Schön sein allein reicht ihnen nicht. Also ich gebe mein Bestes auf jeden Fall da und bin immer ambitioniert, mich weiterzubilden. Und ich glaube, dass eigentlich viele in der Runde sind oder eigentlich jeder, die sich sehr bemüht, unabhängig zu sein und etwas aus sich zu machen, in welcher Weise auch immer, ja. Ein Jahr lang als amtierende Miss Krone und Schärpe tragen, für sein gutes Aussehen bewundert werden, richtiges Posieren lernen. Mehr hat man vom Missendasein nicht zu erwarten. Das könnten böse Zungen behaupten. Man lernt Durchhaltevermögen, man lernt auch zu lächeln, wenn es einmal nicht so lustig ist. Man lernt Smalltalk führen, man legt auch so eine Schüchternheit ab oder man ist generell, man wird offener. Also es sind wirklich ganz viele Facetten, die man kennenlernt. Also ich finde, man erlebt so viele Sachen, die man wahrscheinlich so nie erleben würde, wenn man das nicht macht. Also es ist echt ein Traumjob. Wirklich jeder, der es machen kann, soll es machen. Und persönlich, glaube ich, kriegt man sehr gute Menschenkenntnis. Also wenn man nur so jung ist, ist es natürlich schwierig. Man denkt, ja, jeder will irgendwie nur das Gute. Und man lernt sehr, sehr schnell, auf wem kann man vertrauen, wen sollte man eher meiden. Und ich finde, das bildet einen auch fürs Leben. Mich selbst zu organisieren, diszipliniert zu sein und ja, einfach Gas zu geben und am Ball zu bleiben. Also das wirklich, dass man mal sagt, man macht ein halbes Jahr nichts, also das funktioniert in dem Job gar nicht. Und das funktioniert auch im normalen Berufsleben selten, also man nimmt sich jetzt wirklich bewusst eine Auszeit. Nach
einem Jahr als Miss ist dann Schluss. Da heißt seinen Titel an jemand anderen abgeben. Und das muss doch schwierig sein. Man weiß im Vorhinein, dass es ein Jahr ist und das erste Jahr ist ja eher sehr stressig. Und insofern ist man eher mal froh, wenn so jetzt einmal eine Ruhephase eintritt. Obwohl ich sagen muss, dass bei mir eher, wenn ich rückblickend schaue, dass eigentlich so die Bekanntheit immer gestiegen ist. Also ich könnte jetzt nicht sagen, es ist ja bei mir schon ewig lang aus, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass jetzt irgendwann dann einmal Ruhe eingekehrt ist. Aber es ist zumindest einmal so eine Phase, wo man sagt, so, man kann sich wieder um Freunde kümmern, man hat wieder Zeit für sich selbst und auch für andere. Also es ist schon so wichtig, dass man eigentlich den Titel einmal abgibt. Und doch, wer einmal Miss ist, bleibt immer Miss. Und das scheint den Mädels, ganz egal wie lang ihre Amtszeit her ist, immer noch großen Spaß zu machen. Love to be a Miss!